Natürlich, das Ergebnis ist das einzig Gute heute, weil dass wir es heute über 90 Minuten auf den Platz gebracht haben, das war, ist für mich kaum zu erklären, das war irgendwie ein Schatten unser selbst. Wir haben teilweise nicht kompakt genug gestanden und als Mannschaft, ja, wenn man das nicht macht gegen Mainz, dann ja, sieht man, was passiert heute. Im Endeffekt können wir dann mit dem Punkt zufrieden sein, haben uns dann in der 90. Minute nochmal in den Strafraum getankt und dann den Elfmeter rausgeholt. Und ich glaube, heute ein glücklicher Punkt, aber den nehmen wir mit und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Mainz hat uns heute gezeigt, wie man den Ball laufen lassen muss. Und wir haben, glaube ich, die ganzen 90 Minuten nicht so wirklich ein Mittel gefunden, uns dagegen zu wehren. Und am Ende, dass wir den Punkt noch holen, ist mehr als glücklich, würde ich sagen. Absoluter Elfmeter, den man auch geben kann. Und Rocky hat dann zum Glück eiskalt verwandelt. Das hat damit diese Durchstrecke der Stürmer, was die Tore angeht, endlich gebrochen. Und ich hoffe, dass wir natürlich in den nächsten Wochen davon auch weitere Tore sehen. Ja, dass es nicht von allein läuft, das wissen wir. Das ist ganz klar. Nur die Leistung heute, das ist, ich weiß nicht, wir müssen uns aufrichten, das ist ganz wichtig. Wir haben oft genug gezeigt, dass wir es können, in der Vergangenheit auch. Und daran müssen wir uns erinnern und uns aufbauen, weil wir können es deutlich, deutlich besser. Bei uns ist es halt so, dass wir natürlich Spieler haben, die leider jetzt längerfristig ausfallen. Wir haben ein paar angeschlagene Spieler mit Bischof und Schmidt, wo der Doktor schon vor dem Spiel gesagt hat, dass wir sie wahrscheinlich diese Woche ein bisschen schonen müssen. Klar, müssen wir auf der einen Seite regenerieren, auf der anderen Seite auch versuchen, vielleicht noch kräftemäßig eine Schippe draufzulegen. Wir haben das Pokalspiel ist abgesagt worden nächsten Dienstag, das eigentlich im Plan war und somit müssen wir den ganzen Trainingsplan neu überdenken.